Hallo, wir sind David und Lena von Querido und heute stellen wir euch unsere neue Babyschale vor. Die Babyschale ermöglicht euch einen sicheren und komfortablen Transport eurer Kleinsten ab dem 1. bis zum 12. Lebensmonat. Sie ist mit eurem Sporttracks und eurem Kidco kompatibel. Für die Befestigung im Speedkit oder anderen Fahrradanhängern ist ein Universaladapter notwendig. Die Babyschale nimmt nur einen Sitzplatz ein. Daher kann im Zweisitzer neben der Babyschale eine weitere Babyschale angebracht werden oder es kann ein zweites Kind mitgenommen werden. Vor dem Einsetzen der Babyschale müssen die beiden Gurtschnallen auf der Rückseite festgezurrt werden, damit die beiden Führungsgurtbänder der Sicherheitsgurte stramm gespannt sind. Legen Sie die Babyschale auf den Sitz des Kindersportwagens. Erst danach wird die Babyschale an 6 Punkten mit dem Rahmen des Kindersportwagens verbunden, um eine stabile und sichere Lage während dem Transport zu gewährleisten. Drücken Sie die unteren Befestigungsklemmen auf das vordere Querrohr. Prüfen Sie den festen Sitz beider Klemmen. Hängen Sie die seitlichen Haken in die Schlaufen an der Unterkante der Rückenlehne ein. Die oberen Befestigungsklemmen drücken Sie entsprechend auf das obere Querrohr der Sitzbank. Halten Sie die Babyschale nach oben und ziehen Sie die Gurtbänder anschließend fest an, damit die Babyschale zwischen den unteren und oberen Befestigungsklemmen fixiert ist. Der Kidco 2020 verfügt über ein gepolstertes Querrohr, daher wird eine alternative Befestigung angewendet. Drücken Sie die oberen Befestigungsklemmen auf das freiliegende Querrohr des Dachs. Lösen Sie das Gurtband aus der Gurtschnalle der oberen Befestigungsklemme. Ziehen Sie das lose Gurtband hinter der Schaumstoffpolsterung des Querrohrs hindurch nach oben. Fällen Sie das lose Gurtband wieder durch die Gurtschnalle und ziehen Sie die Gurtbänder anschließend fest an. Drücken Sie die Babyschale nach unten und ziehen Sie die Gurtbänder an den seitlichen Sicherungshaken fest an, damit die Babyschale seitlich stabilisiert wird. Setzen Sie die höhenverstellbare Kopfstütze auf die gewünschte Position des Klettstreifens. Die Sicherheitsgurte des Sitzsystems lassen sich an die Körpergröße des Babys anpassen. Halten Sie das Gurtband fest und verschieben Sie die Gurtschnalle vertikal, um den Schultergurt in der Höhe zu verstellen. Die Babyschale verfügt über ein 5-Punkt-Sicherheitsgurt mit einem Metallgurtschloss, damit die Sicherheit des Babys beim Transport gewährleistet wird. Helfen Sie Ihrem Baby dabei, seine Arme durch die beiden seitlichen Teile des 5-Punkt-Sicherheitsgurts zu stecken. Stecken Sie die Steckzungen einzeln in das Gurtschloss, bis diese hörbar einrasten. Ziehen Sie beide Gurtbänder des Gurtsystems fest an. Der Kopf des Kindes muss einen Mindestabstand von 15 cm zum oberen Rahmen des Kindersportwagens aufweisen. Prüfen Sie alle Teile des 5-Punkt-Sicherheitsgurts auf korrekten und komfortablen Sitz. Der Kidco und der Sporttracks können mit der eingebauten Babyschale zusammengefaltet werden. Öffnen Sie vor dem Zusammenfalten das Verdeck Ihres Kindersportwagens. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und wünschen euch viel Spaß mit eurer Babyschale.